An die Arbeit, Freunde. Aaron Lennon. Jermaine Defoe. Achtung! Das war der Pfosten! Und er trifft! Mittelanstoß, die Fans von Inter haben Spaß. Ihre Das war zu ungenau. Davon hat der Verteidiger sofort profitiert. Er attackiert, er will den Ball. Erfolgreicher Zweikampf. Peter Crouch. Ja, klasse, wie der Abwehrspieler den Schuss abblockt. Ivanovic. Peter Crouch. Und es entwickelt sich eine Möglichkeit. Der hat nicht lange gedauert, der Angriff. Der Gegner ist schon wieder im Besitz der Kugel. Ja, so kann es weitergehen. Naja, er hat es halt mal versucht aus dieser Distanz. Und da geht er vehement in den Zweikampf. Und da attackiert er ihn. Weiter geht's, sagt der Schiri. Das müssen wir nicht loben. Das ist Standard. Das unterschreibe ich. So, jetzt wird er zurückgepfiffen. Abseits nehmen. Ja, und kein Wunder, dass da der Pfiff vom Schiedsrichter kam. Wir sehen es nochmal. Eine glasklare Abseitsposition. Da wählt er jetzt den Zweikampf. Peter Crouch. Die Fans, sie freuen sich über solche präzise, ganz sicher vom Keeper. Da freut sich der Trainer. Und Achtung, der könnte passen. Gut abgeblockt. So, jetzt bin ich mal gespannt, was der Schiedsrichter macht. Und da zeigt der Schiedsrichter die rote Karte. Was für ein dummes Einsteigen in der Situation, in der Position. Malouda. Gutes Stellungsspiel auch in dieser Situation. Und Einwurf. Jetzt wird gewechselt. Er sucht den Zweikampf, er attackiert. Gut abgefangen hat er da den Ball. Huddleston. Modric. Jermaine Defoe. Toll, wie er das... Ach Gott, nee, das war doch viel zu schwach, viel zu harmlos. Kein Problem. Wer hat wie oft aufs Tor geschossen? Hier die Statistik. Müsste abseits sein, ja. Anelka. Jetzt greift er den Gegner an.
Jermain Defoe. Da gibt es fast eine Garantie. Wenn der eine Lücke sieht, dann macht er ihn rein. Da bearbeitet er den Gegner. Ein Freistoß, eine Entscheidung, über die man nicht reden muss. Das kann er, das macht er immer wieder gerne. Die Grätsche. Attacke auf den Gegner. Und da bringt er den Fuß noch dazwischen. Macht er ihn rein? Oh ja, da kann der Gegner tief durchatmen. Diese wunderschön anzuschauende Einzelaktion, sie ist gescheitert. Jetzt kann er flanken. Super gespielt, der Ball. Oh je, war das abseits? Ich wage da keine Prognose. So, jetzt überlegen Sie doch mal, möchten Sie in so einer Situation der Entscheider, der Schiedsrichter sein? Der Assistent, der macht alles richtig. Er hebt die Fahne, gutes Auge. Peter Crouch. Das ist es! Der Junge ist kein Flankengott. Flanke vergeicht. Ja, der Pass kommt an. Der Schiedsrichterassistent entscheidet auf Abseits, ob das die richtige Entscheidung war. Hier sehen wir noch mal, dass es eine sehr, sehr enge Entscheidung war, aber sehr gut gesehen. Was will mir ein 1:0 zur Pause sagen? Gar nichts. Alle Möglichkeiten für beide Teams in Durchgang 2. Wenn schon in der ersten Halbzeit die eine Mannschaft nur noch 10 auf dem Platz hat und die andere 11, dann redet man drüber. Ja, und man weiß aber auch, Manni, und wer weiß das besser als du, dass so Spiele dann ganz komisch laufen können. Der Schiedsrichter sagt, es ist alles in Ordnung. Und dann geht's in den zweiten Durchgang. Der Ball ist frei, jeder kann ihn haben. Er grätscht hinein. Und da grätscht in den Gegner hinein. Jermain Defoe. Und jetzt! Eins hat er doch schon. Warum jetzt nicht zwei? Hier noch nicht, Manni, aber ich glaube, da kommt noch was. Der ist gut drauf. Modric. Er hat das Preisausschreiben um den Ball gewonnen. So zerstört man das Angriffsspiel des Gegners. Und da geht er vehement in den Zweikampf. Da lässt der Vorteil gelten für Chelsea. Anelka. Zuerst wollte er den Vorteil geben, aber dann kommt der Pfiff. Ist hier. Nein, er fällt jetzt nicht hin. Er bleibt auf den Beinen. Er greift ihn hartnäckig an. Jetzt spielt er wirklich mit dem Feuer. Er war schon verwarnt. Und dann dieses Foul. Jetzt holt er sich die zweite gelbe Karte ab. Und wir alle wissen, was das heißt. Platzverweis und das völlig überflüssigerweise. Ja, den hat er gut abgefangen, den Ball. Sofort ab. Und der Ausgleich ist hier gefallen. Und das geht voll in Ordnung. Frank Lampard am Ball. Das könnte gefährlich werden. Denn der schießt immer sofort und platziert. Gibt Einwurf. Und da geht er vehement in den Zweikampf. Tolle Flanke! Der könnte. Mit sowas kannst du diesen Torwart nicht aus der Reserve locken. Peter Crouch. Und die Partie wird mit dieser Abseitsentscheidung unter...
Jetzt bringt der Trainer einen neuen Spieler. Er will nochmal frischen Wind haben im Team. Das Führungstor muss her. Und wieder mal eine schöne Statistik, nämlich die Ballbesitzstatistik. Aber keine Vorteile für irgendeine der beiden Mannschaften. Modric! Sie machen Druck, das kann ja nicht mehr lange dauern. Dann fällt er, der Führungstreffer. Frische Kräfte braucht das Spiel, es wird ausgewechselt. Chelsea kontrolliert die Kugel. Und der muss drin sein! Aggressives Tackling. Anelka, das ist das Tor. Und damit haben sie die Führung. Da macht er das Ding rein. Und wo steht er da? Genau richtig. Unglaublich. Also das ist wirklich dieser Instinkt, am richtigen Ort zu sein. Die Fans des FC Chelsea sind zufrieden. Ihre Mannschaft liegt hier vorne. Und schon wieder eine Grätsche. Er greift ihn hartnäckig an. Ja, das hat er kommen sehen, als hätte er es geahnt. Und nun Pavlyuchenko. Und das ist jetzt die Möglichkeit. Wahnsinn, liebe Zuschauer. Da kommt er, der späte Ausgleich. Und sie haben doch tatsächlich nochmal zugeschlagen. Ich hätte es nicht für möglich gehalten. Überragend. Was für ein Fußballspiel. Was für eine Dramatik. Oh, das ist eine enge Kiste heute. Ausgleich. Jetzt greift er den Gegner an. Jesus, das würde ich gerne noch mal sehen. Das würde ich gerne noch mal sehen. Ich glaube nicht, dass das Abseits war. So, das macht natürlich die Zusammenarbeit eines Schiedsrichtergespanns aus. Der Assi hebt die Fahne, der Schiri pfeift und beide haben recht. Jermaine Defoe. Jetzt greift er den Gegner an. Attacke auf den Gegner. Ja, der Schiedsrichter sagt, das war ein Foul. Und damit gibt's Freistoß gegen Tottenham. Der Schiedsrichter zögert überhaupt nicht. Gelbe Karte. Da wird der Trainer zufrieden sein. Und nun Pavlyuchenko. Der Foul! Und da bin ich ganz sicher, wäre das Tor jetzt gefallen, das wäre die Entscheidung gewesen. Ach, das wäre so wichtig gewesen, aber wir sehen's haarscharf vorbei. 90 Minuten Fußball sind abgepfiffen worden. Es steht unentschieden.